Jo Leute, willkommen zu einem neuen Part. Mario und Luigi Superstar Saga. Im letzten Part bin ich ausgerastet. Und zwar, wer nicht gesehen hat, wir mussten eine gelbe Röhre hoch erklimmen, sag ich mal. Da haben wir einfach nicht geschafft. 4 Stunden nach einer Lösung gesucht. Und es lag einfach im Emulator, weil ich die Tasten irgendwie... Eine bestimmte Tastenkombination darf nicht eingestellt sein. Das ist erstmal die Frage. Ich glaube, jetzt müssen wir echt die Hämmer upgraden. Das ist die Frage, wo muss ich dafür hin? Ja, Flughafen ist hier. Ist klar. Ah, wo war das denn? Mein Gott. Wir müssen da echt mal langsam hin, Leute. Wisst ihr was? Ich glaube, das war eher hier links. Das war nicht im Grinsewald-Chateau oder so. Kommt es eher hin. Oh, meine Güte. Irgendwo hier ist es. Das weiß ich. Es ist... Ja, toll. Nee, ist es nicht. Sorry, nee, ist es nicht. Scheiße. Rack. Ja, mhm. Also schlau. Flüchten, ich werde dem Vieh garantiert nicht. Was hier ist die Frage. Ich hoffe mal... Nach Hochschule. Es war hier ganz wirklich in der Nähe. Ja, es war hier in der Nähe. Kann mir niemand sagen, dass es hier nicht in der Nähe war. Ach, keine Ahnung. Dann war es hier wohl nicht. Dann war es wohl bei der anderen Seite. Aber war hier wirklich sehr, sehr nah. Nee, hier ist die Lachhochschule. Ja, hier ist die Lachhochschule. Dann... Oder war das hier? Mein Gott, wo war das, wo man die Hämmer upgraden konnte? Ne, von hier kommen wir. Eieiei. Sorry, dass ich es jetzt gerade nicht weiß, aber wir müssen da auf jeden Fall noch hin. Ja, war es wohl auf der anderen Seite der Bohnenburg. Sorry. Stuff hat sich hier vom Angriff erholt anscheinend. Ja, müssen wir aber hier sofort runter. Ja, ich glaube, das ist wirklich hier. Würde auf jeden Fall hinkommen. Warte, wo ist der Flughafen? Grinsewald-Chateau und hier ist der Flughafen Bodenland. Aber hier, glaube ich... Wo sind die verdammten Hämmer, die man upgraden muss? Aber sind hier, bitte. Wir haben 2 Röhren verpasst. Okay. Aber brauchen wir auch nicht. Ne, hier ist der Grinsewald-Chateau. Glaube ich. Der Flughafen Bohnenland, das ist hier. Oh mein Gott. Wisst ihr was, da muss ich mal nachgucken, wann man irgendwie die Hammer upgraden kann, muss... Weil wir müssen es ja nicht. Was wäre besser, wenn wir es mal langsam machen. Aber hier scheint es ja auch nicht zu sein. Oh mein Gott, ich fand dieses Lachdorf immer, oder dieses Bohnenland hier, fand ich immer so... Also die Hauptkarte fand ich immer so unübersichtlich, wirklich. Die Lachhochschule war halbwegs übersichtlich, halbwegs aber nur. Was hier? Ja, hier ist bestimmt nicht die Hammer. Der Hammer Mist. Luigi, was machst du? Ja, mach mal hier Hander. Mit Thunder kennst du dich ja gut aus, ey. So, und dann kommen wir zum Flughafen. Der war nicht schwer. Der war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ja, guck. Wir müssten eigentlich die Hämmer schon 2-mal abgegradet haben. Weil mit unseren Hämmern können wir es nicht kaputt machen. Das kann man nur mit den... Alter, wir müssen echt dringend upgraden. Dringend müssen wir das machen. Ich werde es dann im nächsten Part machen. Ich gucke dann genau mal, wo das ist. Oder suche. Ich werde erstmal suchen und wenn ich es finde, dann fange ich an aufzunehmen. Oder war das doch hinter dem Bohnen. Ah, nee, ich glaube, es war über dem Bohnen. Über der Bohnenburg. Kann das sein? Ich nehme auch die Maus auf.
Ich glaube, hier irgendwo war das, wo man seinen Hammer upgraden konnte. Ja, stimmt, wir sind falsch, Leute. Sorry. Dann weiß ich es doch, wo es ist. Wir sind jetzt hier am Flughafen. Wir machen erstmal den Part im Flughafen, wenn wir den Flughafen gemacht haben. Was uns 3 Parts vielleicht kosten wird. Wenn ich gut bin, 2. Aber ich bin ja gut, ey. Einfach speichern und dann zogen wir weiter. Flughafen. Wohnenland. Eingang. Okay, 7 Stunden habt ihr, also wenn ihr das Let's Play schon von vorne bis hinten geguckt habt, habt ihr schon 7 Stunden dafür geopfert, danke nochmal dafür. Mario, Luigi, Hilde Bonia verlangt nach euch. Kommt bitte zur Lachbahn, einfach mir nach. Lachbahn. Geil. Alles hier. Ah, Mario und Luigi, Marmella ist sehr froh über eure Taten in der Lachhochschule. Aber es hat sich ein kleines Problem mit dem Empfang von Prinzessin Peach ergeben. Auf der Lachbahn wachsen Piranha-Pflanzen, deshalb kann man dort nicht landen. Ja, genau. Was macht der denn? Oh, das sieht sehr ekelhaft aus, auch wenn er diese ausreißen will. Was? Wie? Die Pflege wurde vernachlässigt. Hierfür war aber auch keine Zeit wegen dem Luke Miller-Problem. Zunächst einmal muss etwas mit der Piranha-Pflanze geschehen. Denk daran, auch das tut für die süße Prinzessin, süße Prinzessin Peach. Also los, Mario, Luigi. Zeig diesem grünen Sondermüll den Weg in die Tonne. Ja, der hat einen Kaffee getrunken, das habe ich nur gesehen, oder einen Tee. Ja, und ich habe dafür auch damals, als es blind war das hier schwer, sehr lange gebraucht. Und zwar, wenn wir die Typen besiegen, sind sie besiegt, aber sie kommen wieder. Ah nee, das war glaube ich jetzt schon falsch, kann das sein? Ah nee, das war richtig. Ja, genau. Und dann? Ach so, genau. Ich glaube, da musste man Handel machen. Ja, musste man. Und dann sind die weg. Weil wenn man die berührt, das kann ich mal ganz kurz zeigen. Die kommen jetzt nicht wieder. Die ist jetzt tot. Aber wenn ich jetzt gegen die mal kämpfe, was ich mal schnell machen kann. Ich dachte zuerst entfernt man die. What the fuck? Nee, du bist jetzt. Zack, zack, Bruder, komm. Wenn man die besiegt, nützt es einem nicht. Nichts, denn wenn ich jetzt hier weggehe und wiederkomme. Warte. Also die wachsen dann wieder nach. Das bringt's nicht. Okay. Mein Rekord in sowas war 55. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn in einem Let's Play überbieten kann, weil Commentary und so, deshalb bin ich jetzt mal still. Ja, 25. Nicht mal die Hälfte was. Ich glaube, das sagt uns auch der Typ, dass sie dann nachwachsen. Wir können jetzt mal kurz mal hier das Gebiet verlassen und dann wiederkommen. Dann ist sie, glaube ich, wieder da. Kann das sein? Ich glaube, so war das. Ja, so ist es auch. Deshalb müssen wir hier mit Wasser ankommen. Ja, Luigi nicht. Der kotzt es nämlich wieder aus. Deshalb machen wir es mit Mario. Aber ich hoffe, dass das Wasser bleibt dann auch. Ja, bleibt's. Nice. Und dann können wir dich noch hier wegmachen. Oh, Mario, ist so fett. Dann machen wir Handel. Ich glaube, das geht mit Marios Handel nicht. Nee, der Typ sagt irgendwas von Gewitter. Also der da oben. Wir können ihn jetzt nochmal ansprechen. Aber hier machen wir auch erstmal unser Ding. Okay, weg. Jetzt bleibt uns noch 2 Piranha-Pflanzen, dann ist das Ei kaputt. Warte, wir können mal mit dem Typen hier nochmal reden. Für mich als Pflanzenforscher ist die Piranha-Pflanze von extremer Faszination. Die Blütenblätter dieser Pflanze saugen gerne viel Wasser in sich auf. Da hat man schon mal einen Hinweis. An regnerischen Tagen verbirgt sich die Pflanze im Boden, damit die nassen Blätter keinen Schlag vom Gewitter bekommen. Ja, das ist halt der Hinweis, wie man das machen soll. Und bin ich dann damals irgendwann drauf gekommen. Das waren noch Zeiten, du. Ich glaube, die blockieren nur die Landebahn.
Also die hier. Deshalb. Ah, hier sind die restlichen, okay. Dann nehmen wir hier mal, Wasser. Ist eigentlich nicht anstrengend. Ich glaube, das wird uns vielleicht jetzt nur diesen Part kosten. Weil ich habe mir das... Ja, damals habe ich länger gebraucht. Deshalb dachte ich, ich werde jetzt auch länger brauchen, aber nein. Ich habe es mir noch gemerkt. Hier muss ich nicht 4 Stunden nach einer Lösung suchen. Okay. Eigentlich, also diese Stelle hier mag ich, vor allem, ihr werdet schon sehen, warum ich sie mag. Und jetzt nur noch diese Pflanze muss sterben. Und jetzt, was passiert? Eine Riesen-Piranha schlüpft aus dem Ei. Uns können wir den Erstangriff machen. Können wir nicht. Bosskampf! Oh mein Gott, nein. Und ich glaube, das ist so. Ha, wie war das nochmal? Wenn sie, sie hat 2 verschiedene Farben. Einmal kann sie rot sein, einmal kann sie blau sein. Ich glaube, rot macht Feuer Schaden oder heilt Feuer. Das finden wir jetzt mal heraus. Okay, heilt in dem Fall. Scheiße. Wow. Ich habe diese Attacke nie kapiert. Die war so schwer damals. Ich glaube, man muss die Fucker hier vorne erstmal kaputt machen. Irgendwie so war das. Oh mein Gott, nice. Ah nee, Quatsch, 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 Quatsch. Ich bin dumm. Da kommen eh wieder neue. Und zwar war es jetzt so. Hier können wir Markebrüder bei der alten machen. Ah doch, man muss die Facke kaputt machen, weil die rasten außen, greifen an. Und, ja doch, ich weiß wieder, wie der Bosskampf geht. Also bei Luigi müssen wir es ausnutzen. Weil jetzt, glaube ich, macht Blitz extrem viel Schaden. Ja, 32. Mehr als bei der Attacke eben. Ah, diese Attacke. Wow, 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 nein! Ich ist gestorben. Ja, genau. Und wenn die Fucker da vorne stehen, dann heilt die sich noch. Ey, nee, ich gehe jetzt hier nicht game over, hallo? Hall! Danke. Schon wieder so ein Fail. Okay, okay, ganz ruhig. So. Item haben wir noch, DX, haben wir DX hier ein. Und Mario muss auch dringend geheilt werden. Das mache ich jetzt auch. Ich hätte... Ah, scheiße. Fuck. Das... Nein, der stirbt mir hier nicht weg, ey. Der Mario wird mir hier nicht wegsterben. Ja, und die heilt sich immer, wenn die Fucker da vorne stehen. Deshalb, hier, warte. Superpilz. Wir haben 5. Neues. So. Dann machen wir folgendes. So können wir die nämlich ganz leicht umbringen. Das ist so ein Kampf, wo man mit der Hand halt was machen muss, mit den neuen Kräften. Oh, gut ausgewichen. Boah, die Musik. Ja. Genau. Warte. So. Bam. Und jetzt greifen wir die Alte an. So. Kann es sein, dass sie hier die Farbe mal ändert? Nee, ändert sie nie. Warum heilt die sich immer, ey? Gibt's doch nicht. Ist mir jetzt egal, ich greife die an. Wir müssen auch mal Damage hier machen, ey. Ich weiß noch, dass ich den Boss verstanden habe, aber er war schwer. Der... Ja! Klar! Die... Ach so, guck mal. Wenn da ein roter ist, halt die sich um 10. Wenn da 2 rote sind, halt die sich um 20. Ja, geil. Ja, Mario kann nichts machen. Weißt du was, dann mach du mal Jacke, Brüder. Warum immer zu früh, Alter?
Das ist fucked up. Wow. Okay. Luigi, kannst du irgendwie beide ausschalten? Naja, nicht. Kann er leider nicht. So. Jetzt halten die sich um 10 Wetten. Ja, das ist wirklich so, wie ich dachte. Ah, verdammt. Egal, wer im Film. Ja, So. Ich würde sagen, wir machen weiter in Damage. Okay, das sind 22, weil die sich jetzt eh wieder heilt. Außer es wächst eine nach. Eine rote. Ja, passiert wirklich, ey. Alter, wir haben wieder nur 2 Schaden gemacht. Ja, mach Hacke, Brüder. Aber diesmal auch richtig. Ach so, jetzt verstehe ich die Attacke erst. So richtig. Ich warte mal etwas ab und dann kommt vorbei. Ey, bin ich dumm? Warum warte ich immer ab? Ja, sorry. Erst jetzt kann ich Hacke, Brüder. Oh mein Gott. Ja, 10 halte ich sich jetzt, ne? Ja, toll. Das ist, wenn wir wieder 17 Schaden gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viel KP das Vieh hat. Und Mario, hör auf. Also, ich mache jetzt nochmal Hacke, Brüder. Ja, ist echt so. Ich muss direkt drücken. Sorry. Okay. Es könnte jetzt sein, dass sie sich blau färbt. Was macht sie denn jetzt? Heftig! Nee! Beiden Schaden! Alter! Ja! Also das war jetzt die heftigste... Das war der heftigste Betrug, die sie bei mir abgezogen hat, ey. Kann doch nicht sein! Was war das für eine heftige Attacke? Kann man das irgendwie kontern? Ich hoffe, man kann die Blase kontern. Wäre cool. Hans. Steven Hans. Okay. Macht sie gar nichts. Keine Pflanze. Jetzt wirst du kassieren, ey. Bam. Bam. Nice. Oh, was macht. Was ma. Oh, jetzt kommt dieses extra, ne? Das verstehe ich nie, sorry. Ah, doch, glaube ich, bei Hackebrüder kann ich das extra. Was mache ich da? Was mache ich da? Hans, Hans, Hans. Bam. Nice, wir haben sie besiegt. Stachelkiller haben wir schon. Können wir Orden verkaufen, glaub schon. Weil wir haben den Stachelkiller schon öfter als 2-mal. KP. Ja, da gibt's 5. Komm. 4. Ist okay. Ist okay. 4 ist voll okay. Und hier auch hätte ich mal gerne die KP. Ja, da gibt's Zahlen. Da gibt's Zahlen 5. Naja. Naja. Besser als es eine 2. Oder 1 sogar. Was macht er? Er hat sich draufgesetzt. Jetzt ist sie noch weg. Was hat er denn da gemacht? Ja, und jetzt ist unser Ziel erfüllt. Nee. Aha, guck mal. Gut gemacht, ihr beiden. Jetzt können wir Prinzessin Peach gebührend empfangen. Oh mein Gott. Da ist er ja. Oder ist da drin Luke Miller? Ich weiß es selber nicht. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß es selber nicht, wer oder was jetzt in diesem Flugzeug ist. Schloss Bonia. Palastgarten. Ah doch, ich weiß es, was abgeht. Schweigt alle still. Es spricht Prinzessin Peach, die Herrin des Pilzkönigreiches. Ja. Mario, Luigi, danke für alles. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Hohoho, ihr müsst euch nicht wundern. Die Stimme der Peach, Prinzessin Peach, war nämlich gar nicht gestohlen.
Jetzt kommt's nämlich, die Auflösung. Ich kannte Ludmillas Plan, Peachs Stimme zu stehlen und habe die Prinzessin gewarnt. Jetzt kommt's nämlich. Peach war gar nicht Peach. Denn die waren nämlich hinter dieser Gardine da. Aber wessen Stimme wurde dann gestohlen? Die gestohlene Stimme gehörte dieser Prinzessin Peach hier. Es ist Birdo. Deshalb hat die Sternbohne auf die Stimme seltsam reagiert. Ja, das ist Birdo. Wir waren Ludmilla also wirklich ein bis zwei Schritte voraus. Mario und Luigi, entschuldigt, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Als ihr beiden im Pilzpalast wart, wollte ich euch direkt die ganze Wahrheit sagen, aber dann kam plötzlich Bowser. Und ich hatte keine Gelegenheit mehr, euch alles zu erklären. Aber es ist gut, dass ihr Ludmilla besiegt habt. Ende gut, alles gut. Ja, Spiel ist vorbei. Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss. Nee, Spaß. Übrigens, wegen der Sternbohne. Sie hat sich wohl in vier Teile gespalten. Und sie sind irgendwo hingefallen. Ich gehe auf die Suche nach der Sternbohne. Besichtigt ihr doch mit Peach zusammen die Attraktion unseres Landes. Bye bye. Okay, Leute, würde ich sagen, das war der letzte Part von Super Saga. Nee. Part geht aber viel zu lange. Wir sagen, Moment mal. Was ist eigentlich unser konkretes Ziel? Wir haben keins. Würde ich sagen, im nächsten Part haben wir dann ganz viel Zeit, um unsere Hämmer abzugraden. Dann bis zum nächsten Part und tschüss.